Die Zahl der Toten durch den Zyklon Amphan in Indien und Bangladesch ist auf mindestens 95 gestiegen. Der Sturm sorgte für schwere Schäden und Überschwemmungen in den Küstengebieten. Mittlerweile laufen die Aufräumarbeiten. Es war der stärkste Zyklon seit mehr als 20 Jahren. Er tobte in der Nacht zum Donnerstag in der Region. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 10 Millionen Menschen betroffen sein könnten und dass 500.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben könnten. Dass die Zahl der registrierten Toten vergleichsweise niedrig ist, könnte an einem verbesserten Frühwarnsystem liegen und besseren Katastrophenschutzplänen. Es besteht allerdings die Sorge, dass sich in überfüllten Notunterkünften das neuartige Coronavirus ausbreiten könnte. Insgesamt wurden im Vorfeld mehr als 3 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. In beiden Ländern waren die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark angestiegen.